Django. Spiel mir das Lied von Plan C. Heute gucken wir uns das Schloss Rheinsberg an. Mal kein Angeltag, mal ein Ausflugstag. Heute ist es so ziemlich bewölkt. Ist eigentlich ein guter Angeltag, aber wir können ja nicht immer nur angeln. Wir wollen doch mal ein bisschen Kultur zur Güte führen. Bildung, Freunde. Bildung. Wenn man so eine Hofeinfahrt hat, hat man es geschafft. Also was ich jetzt schon mal sagen kann, eine Wahnsinnsparkanlage. Rasenflächen, Wahnsinn. Also hier gibt es Angestellte, die wahrscheinlich ihr ganzes Arbeitsleben nur auf einer Rasenmäher sitzen. Mit Sicherheit. Hammer. Das sieht geil aus, ne? Mhm. Das ist cool gemacht hier. Hier, guck mal. Siehst du sie? Krokodil ist der Burggraben hier. Ja, Freunde. Mein Pool. Mein Wochenendhaus. Meine Yacht. Meine Turnschuhe. Von diesem goldenen Balkon ließ damals Rapunzel sein Haar herunter. Nee, ihr Haar. Nee, sein Haar. Ich mache ein Bild von dir, wenn du da stehst. Mhm. Oh, hier scheint doch irgendwie eine Bühne oder was zu sein, ne? Ja, stimmt doch da. Beethoven. Ah, okay. Sehr cool gelegen hier. Hätte ich nicht mit gerechnet, auch dass das so groß ist. Hut ab. Direkt am See. Da hinten kommt ein Hausboot. Hier kann man auch Hausboote mieten, dass man direkt auf dem Wasser praktisch wohnt. Und auch angeln kann. Ja, Kanu natürlich ohne Ende. Schifffahrt hier ohne Ende. Ich glaube, hier sind 1000 Seen. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wie dieser heißt. Ich glaube, Rheinsberger See. Wahnsinn. Wirklich schönes Wochenendhäuschen. Und du könntest direkt vor der Tür angeln. Hat was. Ich habe mal nochmal so das ganze Schloss, oder das ganze Schloss drauf zu kriegen, ist fast unmöglich, weil hier sind auch noch riesen Gebäude. Aber was mir eben aufgefallen ist, von der Architektur her, also von diesem Vorgebäude der Haupteingang, wo man praktisch rauskommt, also was früher auch der Haupteingang war. Von da kannst du über diese Wasserbrücke durch das Schloss auf den dahinterliegenden See gucken. Also da hat sich einer schon was bei gedacht. Solche Sichtachsen sind richtig geil, ja. Hier spielt heute Abend Beethoven. Ich weiß nicht, ob der Künstler schon selber da ist. Kommt wieder zu spät. Naja, so sind sie. Ja, also ich habe eben mal mit so einem Rowdy gesprochen, der hier rumlief, der so für die ganze Tontechnik und so verantwortlich ist. Also er sagt, der Künstler selber ist noch nicht da. Der Beethoven, der verspätet sich auch immer. Der soll ja irgendwo in der Kneipe sitzen, soll auch ziemlich viel mit Drogen zu tun haben, der Mann. Ja, hier oben ist ein Fenster offen, da proben sie so ein bisschen, so einen komischen Gesang. Also ich muss bei solchen Musikstücken immer irgendwann so 70er Jahre Horrorfilme denken, so Das Omen oder sowas. Der Exorzist hört sich irgendwie komisch an. Ja, wir sind hier so einen kleinen Spaziergang. Wir sind hier so im Hafen, im Yachthafen. Sehr cool. Wir wollen auch noch ins Museum, also ins Schloss direkt, aber es dauert einen Moment, weil durch Corona musst du dich anmelden und hast du nicht gesehen. Aber sehr cool hier. Kann man auch Schiffsreisen machen. So, wir bewegen uns jetzt zur kleinsten Eismanufaktur der Welt, wenn man den Schild da vorne glauben darf. Und hier gibt es Knoblaucheis und Möhre, Nuss und Chili und was gab es noch alles? Keine Ahnung, was man alles Eis machen kann halt. Kleinste Eismanufaktur der Welt. Sehr cool. Ich telefoniere nicht, das ist der Audioguide. Aber so ähnlich wie telefonieren. Das ist alles mit Klima, oder?
Hier sind wir jetzt im Spiegelsaal, wie man an den vielen Spiegeln sieht. Eine Wahnsinnsdecke, ne? Hammer. Das ist alles eine Regie hier. Die haben alle dieselbe Nase, würde ich sagen, oder? Hier kommen wir jetzt in das Lackkabinett. Auch sehr cool. Ein Geheimfach gefunden. Mit Sicherheit kannst du das aufklappen. Ja. Wer weiß, was da drin ist. Bernsteinzimmer. Sehr prunkvolles Zimmer, alles mit Marmor. Wahnsinn. Mit Muscheln sogar da oben und Korallen. Allein dieser Ofen dürfte, ja, einiges wert sein. Ja, es war sehr interessant, sehr opulent an Architektur und an Kunstwerken natürlich, an alten Gemälden und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, wir waren jetzt in einem Flügel von drei Flügeln und der war schon riesig. Also ich kann mir vorstellen, dass der König damals hier ja, eine schöne Kindheit hatte. Prinz. Damals war er noch Prinz. Nee, war er nicht schon König? 24? Nee, Moment. Der ist kein König geworden, sein Bruder ist König geworden, der Fritz? Ach. Der Alte? Na ja, gut, das war dann später. Am Anfang haben sie mir nicht Alter genannt. Aber nee, war sehr interessant, wirklich. Aber auch durch das Corona, durch die Maske und so. Warm ohne Ende. Aber sehr geil. Ja, wir müssen jetzt langsam zurück zum Auto. Unser Parkticket läuft nämlich ab. Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen. Man sieht sich.